Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Remember Me mit der guten Nilin hier auf der Jagd nach Dr. Quaid, der dafür verantwortlich zeichnet, dass unser Freund Patrick Quest Geschichte ist. Er hat dessen Gedächtnis gelöscht und wollte ihn zu einem Leaper verkommen lassen. Ja, er hat es bis dahin leider nicht geschafft, aber wir müssen dennoch diesen verrückten Dr. Quaid aufhalten, zumal mittlerweile ja die Firmenpolitik von Memorize dank unseres kleinen Eingriffs an unserer Mutter Scylla Cartier Wells sich verändert hat. Nur der Dr. Quaid möchte davon nichts wissen. So, ich muss noch etwas kurz nachreichen, und zwar, als ich hier gerade neu geladen habe, ist mir aufgefallen, dass ich hier einen Nessus-Eintrag vergessen habe. Der lag genau hier an dieser Stelle. Und habe mir gedacht, ja, wenn der 2 Meter neben meinem letzten Speicherpunkt liegt, dann möchte ich euch das natürlich noch zeigen. Ne? Gehört sich einfach. So, Eintrag Nummer 7, die erste zivile Anwendung. Fand ich eigentlich auch ganz interessant, ne? Halt, ne, ich war jetzt zu schnell, Entschuldigung, wir machen es ja wie immer, ne? Ihr könnt euch das dann quasi anhalten im Video, um das Ganze komplett zu lesen. Da steht halt nochmal so ein bisschen was über die Geschichte, dass es einen Bürgerkrieg gab in Europa und das zusammengefasst, viele Leute quasi die Erinnerungen loswerden wollten und sich dann sehr stark eben der Memorize-Technologie gewidmet haben. Da sieht man auch nochmal hier Scylla Cartier Wells, sie übernahm die Kontrolle über den gesamten Konzern. Und unser Vater Charles Cartier Wells hat dann quasi so diesen Prototypen H3.0 oder O erfunden. Dieses Gedächtnisnetzwerk. Aber gut, ich hoffe, ich konnte zumindest hier mal einen von diesen verpassten Nessus nachreichen an dieser Stelle. Finde ich euch immer ganz interessant, diese Geschichten zu lesen. Kann ich euch nur empfehlen, da das Video kurz zu pausieren. So, jetzt haben wir genug gesabbelt. Wir wollen Dr. Quaid an den Kahn pissen. Und wir wissen, dass hier sich Würger rumtreiben. Haben wir beim letzten Mal gesehen. Ich hielt es ursprünglich für eine Bildstörung. Aber nein, es sind wohl diese unsichtbaren Würger, die hier unterwegs sind. Warum die uns allerdings nicht angreifen? Keine Ahnung. Gang. Die Faden. Hier war ich schon mal. War das nicht unsere... Wo das Ding begonnen hat? Wo das Spiel begonnen hat? Hier waren wir doch. In einer dieser Zellen waren wir. Ja, Nilin scheint sich zu erinnern. Tatsächlich. Nur war seinerzeit etwas mehr Betrieb als jetzt. Meine Herren. Ja, ja, an die Stolperpartie kann ich mich noch erinnern, wo uns Edge gerettet hat. Eine Wiederkehr in die Hölle. So kann man es auch nennen. Hier wollten sie mich auseinandernehmen. Ja. Stimmt. Stimmt. Sie ist ja Dr. Quaid, hatte mit uns genau das gleiche vor. Wir sollten auch zu einem Leaper werden. Holen wir erstmal den Strom hier. Verdammter Flashback. Ein Schlaglicht auf mich selbst. Dieser Ort ist ein Hexenkessel. Vielleicht ist es besser, dass du vergessen hast, was du hier durchgemacht hast. Hey. Du hast mich doch aus dieser Hölle rausgeholt. Ich bin dir so dankbar. Genug geredet, Schwester. Jetzt geht es darum, Dr. Quaid schnell zu stoppen. Also offenbar muss ich das zurücknehmen, was ich mal vor ein paar Folgen über Edge gesagt habe. Offenbar ist er doch kein linker Patron. So, da vorne ist der Stuhl. Der Stuhl des Grauens, ja. Von da sind wir gekommen. Genau, das war unsere Zelle. Stimmt. Direkt von hier sind wir gekommen. Mein Gott. Ja, das ist witzig, ne? Echt so ein Déjà-vu-Effekt jetzt an dieser Stelle. Nur wo sind die ganzen Leute hin? Da waren jede Menge Leute. Komisch. Fast schon beängstigend. Und, oh Gott, da war ja auch noch dieser komische Typ, dieser Mech, dieser Riese. Ne, dürfen wir auch nicht vergessen. Da vorne ist der Doktor. Die warten auf uns. Da sind noch 2 Elite. Ui, da drin ist ein Sudpatch oder sowas. Da hinten blinkt's. Wie komme ich da rein? Gar nicht, oder wie? Doch, da oben. Haha. Den holen wir uns natürlich.
Sattpatch, jawohl. 4 von 5, Dankeschön. Das wäre nicht schlecht, wenn wir natürlich nochmal einen Gesundheitsbalken kriegen. So, aber offenbar sollen wir uns hier der Situation stellen. Es wird gespeichert. Das bedeutet erstmal nichts Gutes. Das heißt, gleich geht's mit der Klopperei los, oder wie? Hallo, Dr. Quaid. Ah, Gedächtnisjägerin. Genau rechtzeitig. Sebastian! Was ist denn das jetzt? Oh, ja klar. Jetzt kommt wieder so ein Fliegedingens. Oh Gott, das wird immer mehr. Oh nein, auch noch so blöde Elite, ne? Ach, ich habe auch keine Tarnung. Ach, shit, ey. So, raus hier. Okay. Erstmal dem eine verbraten. Das sind die scheiß Elite, da darf ich ja nicht draufkloppen, ne? Das ist wieder so, ach. Au. Oh, shit. Aber ohne Fokus ist das natürlich auch ein bisschen blöd. Okay, machen wir Regenerationskombos, es hilft nichts. Ha, Moment. Wir haben doch diesen Rostegedönse, ne? Roste in Frieden, genau. So, jetzt ist er nämlich auf unserer Seite, der gute Mech. Sodele. Und immer schön drauf. Na nee, nochmal so ver... Ja klar. Boah. Jetzt aber schnell weg. So, dann würde ich sagen, machen wir... Okay, der Rost in Frieden geht leider nicht nochmal. Shit. Logikbombe? Nee, geht auch nicht. Nee, geht nicht. Okay. Oh shit, der tat weh. Der tat weh. Verdammt. Was machen wir denn? Was machen wir denn bloß? Moment, wir haben eine Sensentarnung. Komm. Da schalten wir zumindest mal einen von diesen Eliten aus. So. Nummer 1. Da kommt Nummer 2. So, der hat schon mal sein Schild verloren, das ist wichtig. Und dem heilen wir uns jetzt ein bisschen hoch, hoffentlich zumindest. Au, dieses blöde Schild, was der da hat, der Bub. So, Mech ist Geschichte. So, gut, Gesundheit ist geheilt. Das ist schon mal selbst schon. Oh, aua, das tut weh. Das darf man nicht machen. Diese Kombination Elite und Nicht-Elite ist schon hässlich, weil ich muss echt aufpassen. Ich kann die große Kombo nicht nehmen, weil wenn ich mit der Mega-Kombo den Dicken erwisch, also den Elite, dann tut uns das mal richtig aua machen. Das muss nicht sein. Oh, da kann ich einen überlassen. Das nutze ich natürlich. Diese Funktion nutzen wir gerne. So, und der kriegt jetzt mit Regenerationskombos eine auf die Füße. Johnny Greenteeth ist hier? Ich sagte doch schon. Johnny erinnert sich an vieles, was andere lieber vergessen. Johnny Greenteeth war das, ah ja. Der lebt also noch. Das war der Typ, den wir in der Subway
die Erinnerung geklaut haben, ne, um in die Bastille zu kommen. Da kann ich mich noch dran erinnern. Ja, da hatten wir auch so einen üblen Kampf, ne, mit so einem großen Mech. Und hier war ja auch dieser Mech. Geradeaus, diese Tür, die hat uns Edge damals aufgemacht. Hier sind wir entkommen. Und da war dieser große Zorn-Mech drin, der uns da ans Leder wollte. Da gibt es nochmal Regeneration. So, und hier sind wir geflohen. Genau, das war unser Fluchttunnel. Für alle, die das nicht mehr wissen, erste Folge schauen. Ich kenne diesen Zorn. Jagte mir beinahe Todesangst ein. Ja, ist es der, oder? Der da drinnen, der sieht ein bisschen kaputt aus. Reparieren die den, oder wie? Ach Gott. Naja. Also, dann hier einmal noch hoch die Tür. Und da vorne sind wir dann rechts, glaube ich, geflohen, ne? Hier ging... Ja, genau, hier ging es runter. Hier sind wir abgehauen. Ich höre schon wieder so einen komischen Skara-Mech. Irgendwo knirscht es hier. Wo bist du? Ich sehe dich wieder nicht. Da ist er. Bäm. So, 12 von 55 ist natürlich peinlich, ne? Also, ich glaube, da habe ich mittlerweile schon mehr als 12 übersehen. Aber gut. Bin schon mal drauf eingegangen, ne? Wir können nicht wirklich jeden Quadratmeter absuchen. Oh oh. Was ist hier los? Da oben ist er, Dr. Quaid. Schau an, wie eifrig sie die neue Ära der Erleuchtung verhindern will. Sie will, dass wir weiter in unserem düsteren Individualismus leben. Geht, meine Kinder, teilt meinen Traum mit ihr. Oh, nee. Ja, klar. Ja, So, mehr gab's nicht, oder wie? Ja, klar, eine Elite auch noch, verstehst du? Das ist doch wieder. Du bist das, ein Anachronismus-Gedächtnisjägerin. Oh, super, super. So, und noch geht's. Ah, oh, Mensch, aber das sind so viele, das sind so viele. Dies war Charles Traum. Charles Cartier, ja klar. Cartier Wells. So, Freunde. Jetzt ist aber mal gut hier. Dies war Charles Traum. Na also, so mein Freund Elite, jetzt sind wir dran. Schau mal, was ich hier hab für dich. Ende Gelände. Töte sie nicht! Ich will ihr Gedächtnis kosten. Ach Leute. Au. So, okay, das sind viele, ja, was heißt viele, das sind drei. Ja, da könnte man mal wieder unsere Raserei benutzen, fällt mir gerade ein, ne? Meine Arbeit ist die Zukunft! Ich bin die Zukunft! Du bist nicht mehr ganz sauber, mein Lieber. Und du bist tot. Ihr Verstand interessiert mich nicht mehr. Ich will ihr Blut. Tötet sie. Ja klar. Ja klar, schaut euch das an. Ey, ihr habt doch einen Schatten, oder? Erlebe die kollektive Kraft. Ihr habt doch echt einen Schatten. Wie soll denn das gehen, ey? Diese großen auch noch, verstehst? Da machen wir mal Logikbombe. Viel Spaß. Sodele. Ah,
Vielleicht sollte ich mir mal kurz ein bisschen heilen, das wäre gar nicht schlecht. Dies war Charles' Traum! Okay, wir brauchen das. Es hilft nichts. Wir brauchen das. Shit, verdammte Axt, doch echt. Individualismus hat ausgedient. Da muss man jetzt richtig aufpassen. Aua, vor allem wenn die einen trifft, das ist dann immer gleich so hässlich. Okay, was machen wir? Ich muss warten, bis die Abklingzeit weg ist. Es hilft nichts, ne? Es hilft nichts. Diese scheiß großen Penner. Ausgewichen, Edge. Ich kann sie nicht angreifen. Diese dicken. Die haben immer noch so einen Schutz. Warum auch immer, obwohl keine Lieber da sind, haben die einen Schutz. Okay, also, Sensen zu handeln erstmal. Heißt, eine Elite verabschiedet sich jetzt. Das ist natürlich sehr traurig. So, und jetzt muss ich mich irgendwie heilen. Das wird mir aber nicht. Das wird mir nicht gelingen. Hat ausgedient. Nee, funktioniert nicht. Die Jungs kriege ich bloß mit Kraftimpressions. Okay, jetzt wird's eng, beziehungsweise im Moment mit Raserei geht's, glaube ich, auch noch. Ja. Und ausweichen. Verdammte Axt, oh echt. Individualismus hat ausgedient! So, und dem heile ich mich jetzt erstmal. Und Überlastung, na also, geht doch. Da guckst du, wa? Oh oh. Und jetzt? Muss ich jetzt klettern oder wie? Niemand verhindert, dass ich meine Arbeit beende. Und du, Gedächtnisjägerin, wirst nicht länger. Nein! Tja, auf Wiedersehen, Dr. Quaid. Das war's wohl. So ein Pech. So, jetzt muss ich bloß irgendwie rauskommen. Also der Kampf war jetzt auch wieder so, ich weiß nicht, es wirkt manchmal so ein bisschen künstlich in die Länge gezogen, die ganzen Kämpfe. Und noch eine Runde und noch eine Runde und noch eine Runde, ne? Also, finde ich persönlich ein bisschen schade, weil hätte das Spiel eigentlich nicht nötig. So, da ist Dr. Quaid. Und Patrick West? Bad, hier ist Nelin. Hörst du mich? Wir holen dich hier raus. Quaid! Er ist mir aus dem Kopf. Danke. Ja. Danke, Gedächtnisjägerin. Danke für das Öffnen der Türen. Johnny Greenteeth. Sie waren nicht nur das Subjekt eines Experiments, oder? Dr. Green? So leer. So wahr. Die Vergangenheit ist ein fremdes Land. Ich sorge dafür, dass jeder erfährt, was dir hier angetan wurde. Wir waren Monster. Aber wenigstens waren wir frei.
Er wollte uns zu seinen Sklaven machen. Quaid ist tot. Es ist vorbei. Code Schwarz. Authentifizierung akzeptiert. Selbstzerstörungssequenz eingeleitet. Ja, es ist vorbei. Sebastian hat bezahlt. Jetzt bist du dran, Gedächtnisjägerin. Dann gehört es mir. Und dieses ganze Grauen wird von den Flammen verzehrt. Ach Gott. Na toll. Also, jetzt treffen wir gegen Johnny Greenpeace antreten. Super. Oh, der gesichtslose Tod. Das ist aber gemein. Scheiße, unsichtbar Dingensbummens hier da. Okay, machen wir das. Da machen wir das. Also gegen DOS ist er nicht immun, das ist schon mal gut zu wissen. Mit DOS hat er ein Problem. Und ich muss regelmäßig ausweichen, sonst habe ich ein Problem. Jetzt holt er wieder seine Kumpels, war ja klar. Zappalot. Mein Gott, oh, das ist dieses Gewusel. Schatten des Zweifels. Dieses Gewusel. Was machen wir denn da? Machen wir die Raserei. Beides bringt glaube ich nichts. Der holt immer wieder neue. Der holt immer wieder neue. Ja, das bringt gar nichts. Das bringt gar nichts. Okay. Der gesichtslose Tod. So, jetzt muss ich mir die Kombos nochmal anschauen da. Was hilft uns hier? Was hilft uns hier? Ja, wir brauchen die Abklingzeit. Wir brauchen die hier. Nur das Problem ist, wir werden hier so ständig getroffen. Das macht das Ganze natürlich nicht unbedingt einfacher. Ja, der trifft uns jedes Mal. Okay, DOS ist da. DOS. So, wo ist er? Da ist er. Und dann machen wir Raserei als Kombo dazu. Hat er zumindest mal eine auf die Mütze gekriegt. Au, 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 au. Also der Kampf ist auch künstlich, extrem künstlich. In die Länge, mein Freund. Der gesichtslose Tod. Okay, also wir brauchen nochmal DOS. Und nochmal Raserei. Purifikation!
Sony befahl die Zerstörung der Laboratorien. Alles wird in die Luft fliegen. Du musst raus hier. Ja, klar. Ich muss raus hier. Gute Idee. Wo geht's hier raus? Hier nicht. Ness ist, lol. Sackgasse, shit. Absolute Sackgasse. Oh ne, sag bloß, wir müssen nochmal hier durch diesen Sarg. Okay. Bewährt, das soll man ja mehrmals tun, ne? Bad Request. Leb wohl, mein Freund. Die Menschheit ist eine zerbrochene Reihe freier Menschen, die aufgrund ihrer Subjektivität isoliert sind. Der Brodem der Bastille hat sich verzogen. Ich sehe alles klar. Memorize, Sensen, die Leaper, die grausamen, geheimen Experimente. Alles hängt zusammen. Ich will diese falsche Utopie zerplatzen lassen, sie zerfetzen. Ich muss den Konzeptionswürfel finden, im Herzen von Charles Cartier-Wells Mnemopolis. Dort wird der Sensenfluch gehütet. Sicher und warm, im kobaltblauen Schein von Memorized zentralen Servern. Nichts wird mich davon abhalten. Weder die mörderischen Maschinen, noch die brabbelnden Leaper, oder der Vater, von dem ich nichts mehr weiß. Episode 7. Jetzt geht's wohl dann wirklich ans Eingemachte. Das verlorene Paradies. Lass Memorize implodieren, sodass die Welt selbst den Namen Cartier-Wells vergisst. Wenn alles vorbei ist, stoßen wir auf David an. Tja, die Olga. Danke, Olga. Also, hat offenbar noch nicht rausbekommen, dass wir sie remixed haben, die gute Olga. Haben wir Glück gehabt. Wow, was für eine Rekrutin. Du hättest sie früher anheuern sollen. Okay, Konzentration. Finde den Zugang zum Hauptsicherheitsposten von Nemopolis. Nemopolis. Ja. Das ist die perfekte Stadt, ne? Geschaffen von unserem Vater. Witzig. So. Ja gut, aber ich würde sagen, Freunde, wir machen an dieser Stelle für heute Schluss mit der Folge, weil wir eine ziemliche Klopperei, wie schon angesprochen, fast schon zu künstlich in die Länge gezogen. Aber gut, wir haben es geschafft. Johnny Greenteeth ist Geschichte. Die Klinik des Docs ist Geschichte, der Doc ist Geschichte, Bad Request leider auch. Und jetzt hier in Kapitel 7 offenbar der Weg zu unserem Vater, diesen Zentralrechner von Memorize zerstören, dieser H3O oder H3.0, diesen Prototypen, was wir ja schon in diesem Nessist-Eintrag gelesen haben. Da fällt mir ein, wir haben ja noch einen gefunden, ne? Ich glaube, das war das hier. Neues Wirtschaftsabkommen. Und auch hier scrolle ich wieder durch, damit ihr, wenn es euch interessiert, das kurz anhalten könnt, damit ihr das quasi lesen könnt. So, aber damit an dieser Stelle wirklich genug. Danke fürs Zuschauen. Ich freue mich auf die nächste Folge. Das Finale steht offenbar bevor. Ich sag bis zum Wiedersehen. Eine gute Zeit. Macht es gut. Und Servus.